Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, wir sind immer noch bei der Fischer Gilden Quest 3 und zwar mittlerweile im Stormblood Gebiet. Und da musste ich letzte Folge drei dunkle Velodina-Karpfen besorgen. Die gibt es hier ganz einfach zu fangen mit den Lachsrogen. Und ja, die haben wir jetzt und dann können wir die Quest ja abgeben. Ach schon, sonst verschwinden die dunklen Velodina-Karpfen noch zum Leichen. Da, ich hab's ja schon. Rasch wie ein Ruderfisch. Aber das habe ich von dir auch gar nicht anders erwartet. Also gut, dann lass uns mal Goof rufen. Tja, Theo hat Erfolg. Du wohl nicht. Was, Goof? In diesem engen Fluss konnte ich meine Schnelligkeit überhaupt nicht ausspielen. Wenn ich noch etwas mehr Zeit gehabt hätte, um mich an die Verhältnisse zu gewöhnen, aber ihr seid mir zuvor gekommen. Aber Lago ist nicht der einzige Flossenlose, der meinen Respekt verdient. Gut, dann wäre das ja geklärt. Wirst du jetzt auf mich hören? Das kommt davon, was du mir zu sagen hast. Dann spitz mal deine Gehörsteinchen. Ich glaube nämlich, von deinen Meerschuppen schon mal gehört zu haben. Nur hießen sie da anders. Und die Geschichte stammt aus einem Land weit östlich von hier. Eigentlich bin ich ja eine Assassine. Mit den Fischen vertreibe ich ihn oder die Zeit zwischen dem... Na, du weißt schon. Jedenfalls komme ich viel rum und unterhalte mich mit den Leuten vor Ort, besonders den Fischern. Da schnappt man einiges auf. Eines Tages war ich gerade ganz weit weg im Osten unterwegs, erzählten mir mehrere Fischer von einem Tier, dessen Beschreibung ziemlich genau auf deine Meeresschuppen passt. Von der Insel Tafni im Nahen Osten soll es Schwärme davon geben. Die Fische dort sind rot und etwa 60 Ilm groß, also etwas kleiner als ich. Und wenn man von Tafni ihr... das sind bestimmt keine Meerschuppen. Ausgewachsene Exemplare sind mindestens zweimal so groß. Jetzt lass mich doch mal bitte ausreden. Geht man nämlich von Tafni ihr noch weiter nach Osten bis zum Kontinent Otard, sind dieselben Fische braun und nur 20 Ilm groß. Ich verstehe, die Meeresschnuppen schlüpfen in Laichgebieten im Osten und schwimmen dann in den Meeresströmen nach Westen, wobei sie ständig größer werden, was? Ja, so lautet meine Theorie. Die Meeresschnuppen aus Lancer verschwunden sind, könnte damit in einem Problem in den Laichgebieten zusammenhängen. Allerdings berufe ich mich da eher auf ein Gefühl als auf harte Fakten. Ob die Laichgebiete wirklich im Osten liegen, weiß ich zum Beispiel nicht. Noch nicht. Ich habe nämlich vor, nach Otard zu reisen und dort Nachforschungen anzustellen. Ihr könnt so lange gerne in Lancer auf mich warten. Wenn ich etwas herausfinden sollte, melde ich mich bei Babalago. So, jetzt hast du hoffentlich kapiert, dass wir auch was vom Fischen verstehen, Goof. Also, bis bald. Da war ich wohl tatsächlich etwas voreilig. Entschuldige das ganze Theater und richte Babalago bitte schöne Grüße von mir aus. Gut, dann wieder zurück nach Limsa. So, dann auf zu Babalago. Goof stand die Verblüffung ins Gesicht geschrieben. Nun ja, er hat sich halt nicht mit dem besten Fischen Eosias anlegen sollen. Das wird ihm eine gute Lektion gewesen sein. Diese Arena scheint übrigens nicht gerade auf den Kopf gefallen zu sein. Und wo wir gerade von Köpfen reden, wie sah ihre denn aus? Ganz hübsch, weil sie Sonnenbrille unter einen Hut versteckt. Oh, die Dame mag es geheimnisvoll, was? Aber meinen Charme wird sie sicher nicht widerstehen können. Mir wird sie ihr wahres Antlitz offenbaren. Hoffentlich ergibt sich schon bald die Möglichkeit, sich einmal persönlich vorzustellen. Als Gildenmeister ist das schließlich meine Pflicht, nicht wahr? Wo sie dir doch hilft und so. Na, wer wird denn gleich mit den Augen rollen? Darf man nicht mal ein bisschen mit dem Tag hineinträumen? Wir Fischer müssen unsere Vorstellungskraft trainieren, um für den nächsten Fang gewappnet zu sein. Oder du nicht? Ich werde hier auf Ihren Anruf warten. Wenn sie meine raunende Stimme durch den Kontaktperle hört, ist es bestimmt sofort um sie geschehen. Du wirst schon sehen. Bestimmt.
So, durch deine Begegnung mit einer neuen Fischart in einem neuen Angelgebiet hast du die Fähigkeit Naturköder 2 erlernt. Ja, die Fähigkeiten gucken wir uns erst am Ende der Questreihe an, also keine Panik. So, unter dem Meer. Ah, perfekter Zeitpunkt. Gerade vorhin hat mich eine Nachricht von der holden Rena erreicht. Sie weiß jetzt, wo Laichplätze der Meeresschnuppen liegen. Es war, wie Rena vermutet hat, die Fische kommen tatsächlich über eine Meeresströmung nach Lanusia. Dieser tritt kurz nach der Geburt der Fische auf und trägt sie aus dem Fernosten den ganzen weiten Weg bis zu uns. Als Groove hörte, dass die Meeresschnuppen vermutlich in der Rubinsee laichen, war total aus dem Häuschen und wollte ihnen sofort einen Besuch abstatten. Ist einfach losgepaddelt. Hat überhaupt eine Vorstellung, wie weit es bis dorthin ist? Nun ja, wenn er tatsächlich dort ankommt, wird Rainer ihn in Empfang nehmen. Hat sie mir versprochen. Ich würde ja auch gern hin, aber Sisipu wirft mir immer so strenge Blicke zu. Da stelle ich mein Glück lieber nicht auf die Probe. Kannst du die Sache zusammen mit Rainer für mich in die Hand nehmen? Sie ist mit dem Boot unterwegs nach Kugane. Gut, dann auf nach Kugane. So, ach, da ist ja schon. Willkommen in Kugane, der Stadt der Brücken und Burgen. Unsere Führung beginnt mit... Entschuldige, keine Rückführung meiner Zeit vor der Meuchelei. Schön, dass du da bist, Thiru. Aber Lago hat dich ja sicher schon informiert. Bis Groove hier eintrudelt, kann es noch etwas dauern. Ich habe die Zeit daher genutzt, schon mal ein paar Erkundigungen einzuholen. Mittlerweile bin ich mir absolut sicher, dass es sich bei den Fischen, die die Sahagins als Meeresschnuppen bezeichnen, eigentlich um Frühlingsflundern aus hiesigen Gefilden handelt. Allerdings hat die Fische auch hier in letzter Zeit niemand zu sehen bekommen. Wenn wir die Sache auf den Grund gehen wollen, bietet sich der Grund des Meeres an, hat man mir gesagt. In der Rubinsee gibt es nämlich eine Unterwasserstadt namens Tamamisu, der ist der wilde Stamm der Krotschen zu Hause. Und die wissen vielleicht etwas über den Verbleib der Frühlingsflundern. Gut, auf nach Tamamisu. Sprechende Fische? Höchst interessant. Dass ich mal so etwas Seltenes fange, wer hätte das gedacht? Du bist eine sprechende Schildkröte. Wisst ihr vielleicht mehr über diesen Riesenfisch? Ein Fisch, der Fische sucht? Es gibt in der Tat eine Art, die in der Rubinsee zur Welt kommt und nach Westen wandelt. Doch jetzt, wo ich so drüber nachdenke, in letzter Zeit sieht man sie gar nicht mehr. Auch hier sind die Meerschnuppen verschwunden. Sind sie etwa ausgestorben? Guck doch nicht so traurig, es gibt doch noch genug andere Fische zum Essen. Es geht ja aber nicht um unsere gefüllten Bäuche, sondern um das Aussterben einer ganzen Art. Einer wunderschönen noch dazu. Fische, die nicht zum Essen da sind? Eine interessante Denkweise. Irgendwie spannend. Also gut, vielleicht kann ich euch ja helfen. Dieser Fisch, den ihr Meeresschnuppe nennt, ich habe zwar selbst schon lange keinen mehr gesehen, aber am Seichtfels gibt es angeblich noch welche. Ist das wahr? Dann müssen wir sofort dort suchen gehen. Los, Tiro, zum Seichtfels. Wir müssen die Meeresschnuppen unbedingt ausfindig machen. Bevor du aufbrichst, würde ich gerne noch mal kurz mit dir reden. Triff mich auf Beko, in Ordnung? Gut, dann... mal eben... dort hoch. Gut, ich hätte vielleicht direkt auftauchen sollen, wäre vielleicht besser gewesen, aber egal. Groove war wieder mal nicht zu stoppen. Kaum waren wir hier, war er schon wieder mit einem Kopfsprung im Wasser verschwunden, um die Meeresschnuppen zu suchen. Er meinte allerdings, er würde nicht zu lange dauern. Bevor wir uns ebenfalls auf die Suche machen, würde ich dich gerne um etwas bitten. Deine Künste mit der Angel sind mal wieder gefragt. Ich brauche nämlich ein Exemplar dieser jungen Frühlingsflundern, um die Ursache für die Abnahme ihrer Bestände zu untersuchen. Sonst haben wir nicht viel davon selbst, wenn wir die Fische finden.
Also, wirf deine Leine aus. Ich besorge in der Zwischenzeit ein Gefäß, in dem wir deinen Fang transportieren können. So, junge Frühlingsflundern, 3 Stück in Haku. So. Was haben wir denn da? 3 Stück Rubinsee Seichtfels. Ah, genau, da drin. Und zwar Köder lebende Garnele oder Universalköder und Wetter muss klar oder heiter sein. Es ist gerade heiter. Dann auf nach Seichtfels. Noch ein bisschen dran erinnern, wo ich die damals geangelt habe. Jetzt habe ich nämlich auch draußen nichts gefunden. Da bin ich dann hier in diese Höhle rein. Ja, da steht auch schon jemand und habe hier hingestellt. So, was für ein Köder? Lebende Garnele. Genau. So, dann Beute für einen Auftrag unter dem Meer entdeckt. Ja, genau, wunderbar. Gut, und da werden wir jetzt erstmal angeln. Gut, je nachdem wie lange das dauert, werde ich das rausschneiden oder eben nicht. Aber vielleicht kriege ich es ja noch hin, euch wenigstens eine zu zeigen, wie sie am Haken hängt. Junge Frühlingsflunder, aber nicht Haku. Ja, da benutzen wir doch jetzt mal die Geduld. Kann ich euch das mal zeigen, wie das funktioniert? So, es war ein Ausrufezeichen, deswegen den präzisen Anschlag. Das war definitiv nicht unser gewünschtes Objekt. Das auch nicht. Und das leider auch nicht. Gut, dann machen wir Geduld 2. Gucken, ob das besser funktioniert. Und da haben wir schon die erste. So, man kann sie auch hinsetzen während des Angelns. Ja, das war auch nicht die richtige. Na gut, aber zumindest haben wir schon mal eine. Dann werde ich gegebenenfalls das jetzt hier rausschneiden, bis ich die anderen beiden habe. Und dann geht's direkt weiter. Und da haben wir schon die dritte. Das ging jetzt doch schneller als gedacht. Gut, es kann sein, dass ich vielleicht das jetzt nicht rausgeschnitten habe, weil es so kurz ist, dass ich es vergessen habe. Also, falls ich es nicht geschnitten habe, dann sorry. Aber gut, wir haben die 3 Fische. Perfekt. Wie das aussieht.
Die Fische, die Gove Meeresschuppen nennt, gehören zur Familie der Heringe und werden von den hiesigen Fischern Frühlingstunern genannt. Fang mir bitte 3 Exemplare davon. Vielleicht finden doch die Fische eine Erklärung für den Rückgang der Bestände. Bitteschön. Oh, du warst schon erfolgreich. Schön, dann nichts wie rein mit den Fischen in diesen Bottich. Fehlt nur noch Gove. Das sind Meeresschuppen, keine Frage. Es besteht also noch Hoffnung für den Fortbestand der Art. Danke, Rene und Theo. Endlich habe ich Gewissheit. Dank euch. Ich habe mich in diesem fremden Meer überhaupt nicht zurückgefunden und wäre sicher sehr ausgegangen. Du bist ein echtes Ausnahmetalent, Theo. Ich werde die Fische für eine Weile in meine Obhut nehmen. Der Grund für den Rückgang der Bestände muss ein Fachmann untersuchen. Von Wissenschaft verstehe ich nichts, aber ihr werdet das schon richten. Ich werde mich mit der komischen Kröte auf der Suche nach weiteren Meeresschuppen machen. Und ich werde nach Ishgard gehen, Theo. Aslaume hat zwar immer noch alle Hände voll zu tun, aber kann mir sicher einen Spezialisten für Fischkrankheiten vorstellen. Sobald ich etwas herausgefunden habe, melde ich mich. Wenn du zurück nach Lumenza bist, kannst du ja Babalauge auf den neuesten Stand bringen. Gut, dann gehen wir wieder mal zurück nach Limsa. Meine Güte, was hier los ist. Das ist ja unfassbar. Also so gut es geht, meidet der Iteritenplatz von Limsa Lominsa. Da ist es so voll, das ist unfassbar. Ihr habt die Meerschnuppen also aufgespürt? Großartig, den Rest findet ihr sicher auch noch raus. Ich hoffe, dass ihr euch schon bald persönlich dabei unterstützen könnt. Die Holderena brennt sich ja darauf, beim fachmännischen Rat zu hören, wenn der Sisyphus mich endlich vom Haken ließe. Ja. So, wir haben jetzt die Fähigkeit Doppelhaken erlernt. So, vergessene Tradition. Theo, die Holderena hat sich wieder bei mir gemeldet. Sie klang ganz aufgeregt. Aber das geht ja den meisten Frauen so, die mit mir sprechen. Sie hat ihre Untersuchung ihrer Frühlingsstunden abgeschlossen und ist auf dem Weg hierher, um uns alles zu berichten. Hoffentlich erfahren wir jetzt die ganze Wahrheit. Los, wir nehmen keine Zeit. Der Treffpunkt ist Gottes Griff. Der ist nochmal wo? So. Bei dem Morabi Trockendocks. Da bin ich, Theo. Rena müsste eigentlich auch jeden Moment hier eintreffen. Da muss ich dich leider enttäuschen. Rena ist bereits unterwegs nach Kugane und dort Gove auf den neuesten Stand zu bringen. Du wirst also mit meiner Wenigkeit Vorlieb nehmen müssen. Also, mein alter Freund, hast du denn zu Hause nicht genug um die Spitzenohren? Eigentlich schon, aber für dich habe ich immer Zeit, Babalago. Freue dich allerdings nicht zu früh. Allzu viel haben wir nämlich leider nichts herausgefunden. Nur so viel. Die Wasserqualität in der Rubinsee hat sich in den letzten Jahren nicht verschlechtert. Und auch sonst scheinen die Lebensbedingungen für Frühlingsstunden dort bestens zu sein. Verstehe. Auch ich habe mich bei der Besatzung von Handelsschiffen umgehört und dabei erfahren, dass selbst in Razatan im Nahen Osten kaum noch Frühlingsstunden gesichtet werden. Wenn wir es nicht einmal bis dorthin schaffen, dann muss das Problem in den Laichgebieten liegen. Wasserqualität ist es nicht. Das wissen wir jetzt. Was ist es wohl dann? Es muss irgendeine Gefahr für die jungen Fische geben. Irgendetwas, das sie daran hindert, große Schwärme zu bilden, für die sie in Wanderungen über weite Strecken gebraucht werden. Genau, grau ist alle Theorie. Du solltest dich umgehend auf den Weg nach Kugane machen. Dein Sachverstand und deine Erfahrung werden vor Ort gebraucht, Babalago. Das würde ich ja gern tun, aber
wenn ich so lange wegbleibe, findet Sissi wohl noch heraus, was ich hier treibe. Und dann setzt es ein Donnerwetter, auf das ich lieber verzichten möchte. Wir brauchen aber deine Hilfe. Das erblich hier und ich würde auch ja nur zu gerne unterstützen, aber... Babalago, du hirnlose kindische Qualle. Weißt, was in jedem Fisch der Welt vorgeht, aber bei mir tust du so, als wäre ich ein Buch mit 7 Siegeln. Sissi, was machst du denn hier? Hast du uns etwa die ganze Zeit? Was ich hier mache? Sorgen mache ich mir, du Dummkopf. Ständig hast du in letzter Zeit mit Tero getuschelt und immer so betrübt reingeschaut. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet, dass das einzige Problem scheint zu sein, dass du mich gründlich missverstehst. Ja, mein Dorf wurde von den Sahagin angegriffen, aber nicht alle Sahagin sind schlecht. Deinem Sahagin-Freund scheint sogar an der Rettung einer ganzen Fischart gelegen zu sein. Glaubst du ernsthaft, ich würde so ein Vorhaben nicht gutheißen? Wenn du mir alles in Ruhe erklärt hättest, hätte ich dich sofort ziehen lassen. Um die Gildengeschäfte kann ich mich in der Zwischenzeit schließlich auch allein kümmern. Was ich hier dank des übersprudelten Arbeitseifers eines gewissen Gildenmeisters sowieso fast immer tue. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ein erfahrener Seebär wie ich und das Meer vor lauter Wellen nicht sehen. Dank für dein Verständnis, Sissipu. In Kugane bin ich in Jungern einmal gewesen. Ich werde sofort meine 7 Sachen packen und mich dann dorthin teleportieren. Allerdings werden die Vorbereitungen etwas Zeit in Anspruch nehmen. Falls du dich in der Zwischenzeit schon mal umhören möchtest, Theo, wir sollten uns nicht nur nach den Fischen selbst, sondern auch allgemein nach Veränderungen in der Rubinsee erkundigen. Vielleicht ist das hier ein Anhaltspunkt. Als Rene die Bewohner von Kugane befragte, hat sie von einem Fischerdorf gehört, das einst regen Kontakt zu den Kojin pflegte. Isari hieß es, glaube ich. Das klingt nach einer guten Adresse. Vielleicht könnt ihr dort eure Fühler ausstrecken, bis ich in Kugane eingetroffen bin. Sissipu, bist du so nett, mir beim Packen zu helfen? Na also, Fäden, Schneesturm folgt dein Sonnenschein. Ich werde zurück nach Ishgard gehen, aber wenn es Probleme gibt, könnt ihr mich jederzeit erreichen. Viel Erfolg in Isari. Gut, dann auf nach Onokoro und dann fliegen wir nach Isari rüber. So, das kleine Fischerdörfchen. Veränderung in der Rubinsee? Früher wurden mehr gefischt, auch in den angrenzenden Gewässern. Jetzt fahren die Boote nicht mehr so weit raus. Und wo ich darüber nachdenke, gab es denn nicht dieses Angelfest, bei dem uns irgendjemand geholfen hat? Aha. Als ich ein Kind war, kamen oft Kojin zu uns ins Dorf und brachten die seltensten Fische mit. Dann habe ich mich immer richtig auf das Essen gefreut. Aber ich war noch sehr klein und erinnere mich nur verschwommen. Vielleicht weiß ja jemand der älteren Bewohner von Isari mehr. Ich heiße Isho und habe mein Leben nichts anderes getan als zu fischen. Und zwar hier in Isari, nirgends sonst. Dass die Kojin zu uns gekommen sind, liegt eine halbe Ewigkeit zurück. Damals haben wir jedes Jahr das Watatsumi-Fest gefeiert. Dabei fingen wir zusammen mit den Kojin die räuberischen Riesen Lyoproleuterons. Ihre Köpfe haben wir den Göttern dargebracht und den Rest selbst gegessen. Doch die Galia haben uns die alten Riten und Bräuche verboten. Und so geriet das Fest in Vergessenheit. Auch der Kontakt zu den Kojin schlief ein. Die Kutschen haben eine Vorliebe für den Bartelkönig, der im Goldbecken in Yangshuo vorkommt, weißt du? Wir haben die Fische gefangen und ihnen als Zeichen der Freundschaft geschenkt. Das war immer der Auftakt der Feierlichkeiten. Jetzt, wo wir nur noch in den heimischen Gewässern fischen, kann sich vermutlich kaum noch jemand daran erinnern, wie man Bartelkönige fängt. Aber was macht das schon? Das Fest wird sowieso nie mehr stattfinden.
So, so, ein Bartelkönig. So, wo ist er denn? Irgendwo dort vorne. Ah. Der vertraute Geruch von Salz in der Luft. Und doch ist die Brise hier so anders als bei uns in Limsa. Richtig erfrischend. Dann auch die grazile Garnele hier zu meiner Linken. Herz, was willst du mehr? Richtig, wir sind nicht zum Vergnügen hier. Zumindest nicht nur. Es gab also ein Fest, bei dem Riesen Leoproleuterons verspeist wurden. Da spüre ich doch direkt ein gewisses Kribbeln in meinem Bart. Da sich an der Wasserqualität der Rubinse nichts geändert zu haben scheint, erscheint mir die plausibelste Erklärung für den Rückgang der Meeresschnuppenbestände, die Ausmerzung durch eine andere Art zu sein. Von den Riesen Leoproleuterons, die diese Yisho ansprach, habe ich in jungen Jahren schon mal gehört. Die fräßige Biese sollen das sein, die sich hauptsächlich von kleineren Fischen ernähren. Was für Meeresschnuppen ganz oben auf ihrer Speisekarte stehen. Ein 25-jähriges Fangmoratorium würde dafür gesorgt haben, dass die Zahl der Riesen-Leoproleuterons sprunghaft angestiegen ist. Und mehr Riesen-Leoproleuterons haben mehr Hunger auf Meeresschuppen. In diesem Fall wäre das Fest der Schlüssel zur Lösung unseres Problems. Wenn wir es wieder aufleben lassen, werden die Bestände der Riesen-Leoproleuterons dezimiert und die Meeresschnuppen könnten etwas durchschnaufen. Für das Fest werden aber die Kutschen gebaut. Und wie Tiro uns gerade berichtet hat, gibt es in Isari niemanden mehr, der weiß, wie man ihre Lieblingsfische fängt. Na, wofür habt ihr denn mich, werte Rainer? Das wandelnde ins eroseische Fischeverzeichnis. Wir brechen gemeinsam nach Yangsha auf und kümmern uns um die Fische. Schnappt euch eure Routen und dann nichts wie los. Rainer und ich werden unterwegs Groove auflesen. Tiro, wir treffen uns vor der Siedlung in Yangsha. Gut. Dann mal auf nach Namai. Also dann, heute stehen Bartelkönige auf dem Speiseplan. Goof und Rainer sind schon aufgebrochen. Gemeinsam werden wir das Watatsumi-Fest zurück aus der Versenkung holen. Noch eins, bevor es losgeht. Die Worte des alten Mannes aus Isari haben mir nämlich keine Ruhe gelassen. Die spezielle Fangmethode vom Bartelkönige, von der er sprach, die angeblich in Vergessenheit geraten ist. Ich habe mich hier einfach mal umgehört. Die Bartelkönige sollen im Südwesten des Goldbeckens vorkommen. Sie gelten als äußerst schlau und nur wenige bekommen sie je zu sehen. Glücklicherweise habe ich einen der wenigen Glücklichen getroffen und der hat mir verraten, dass man die größte Chance hat, wenn man unter Wasser in der versunkenen Dschunke Ichthyosaurier fängt und seine Beute so anlockt. Das sollten wir bei unserem Anglerausflug unbedingt im Hinterkopf behalten und uns nicht auf herkömmliche Methoden versteifen. Du solltest an der versunkenen Schunke alle erkenntlichen Mittel ausprobieren. Jemand sagte mir, dass das Wissen um das jungfräuliche Meer und dessen Anwendung von Nutzen sei. Lass uns einfach mal loslegen. Ich bin da ganz guter Dinge. Wenn du was gefangen hast, dann sag mir Bescheid. Ich werde mich jedenfalls zu Goldbecken begeben. Gut, das jungfräuliche Meer. Ist es hier? Da. Das haben wir 65 gekriegt. Und zwar Speerfischen. Du sondierst die Gewässer, um den am nächstgelegenen Wasserwirbel zu entdecken und lässt ihn auf der Karte anzeigen. Ja, das sind sozusagen die Fangstellen, die dann auf der Karte angezeigt werden, so wie die Abbaupunkte für Minenarbeiter oder Gärtner. In dem Fall halt nur unter Wasser für Speerfischen. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Also, wir müssen einen Bartelkönig fangen. Den gibt es in Yangsha, und zwar die versunkene Dschunke.
Na gut, ich glaube, es ist irgendwo hier. Allerdings müssen wir in dem Gebiet zuvorher an den Sperrfischgründen ca. 10 Ichthyosaurier fangen, damit dann ein spezieller Fischgrund erscheint, bei dem man den Bartelkönig fangen kann. Ja, und der muss dann auch noch Haku sein. Wird also lustig. Gut, dann mal gucken. Wo ist denn das jungfräuliche Meer? Achso, ja. War ja auch schon an. Gut. Ah ja, da vorne sieht man schon einen Sperrfischgrund. So, und als Speerspitze müssen wir die große nehmen. Gut, sie ist eh schon. So, eine Riesenbarbe. So, müssen wir warten, bis so ein Geblubber auftaucht. Dann können wir da weiter, also wieder Speerfischen. Oder harponieren. Gut. Ich fange die ganze Zeit ganz viele neue Fische. Ist wundervoll. So. Dann würde ich aber sagen, ich werde diesen Fisch jetzt besorgen. Und in der nächsten Folge geht es dann, ja, direkt hier weiter. Gut, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Erfülle dein Schicksal.